Hey Schwarm, meine Lieben, mit Otakos Liebsten Needs und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Also, entschuldigt, ich habe immer noch diese Raucherstimme vom ganzen Husten und so, aber ich glaube, das Video sollte es trotzdem nicht aufhalten, denn ich habe was ganz Besonderes geplant. Ich habe nämlich ja am 3. Juni Geburtstag gehabt und meine Familie hat mir zum Geburtstag so eine fette Kiste mit einem Haufen japanischer und generell asiatischer Snacks und Süßigkeiten geschenkt. Vom AnimeFanshop.de. Das sieht man hier, glaube ich, auch. Und da waren echt so einige Sachen dabei, die ich vorher noch nie probiert habe. Und deswegen dachte ich, mache ich doch mal ein Video, wo ich diese ganzen Sachen probiere und rate. Und ich bin schon echt sehr gespannt. Da sind ein paar Sachen dabei, die ich kenne. Da sind aber auch einige Sachen dabei, die ich nicht kenne. Und da sind auch so ein, zwei Sachen dabei, vor denen ich mich ein bisschen fürchte. Weil das Sorten sind, die ich im Allgemeinen nicht so mag. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt. Da würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei und fangen direkt an. Okay, ich habe die Kiste jetzt geöffnet und ich werde jetzt random reingreifen und mir irgendetwas schnappen. Mhm. Ah, Peppero. Das ist doch schon mal ein sehr guter Anfang. Also, die kenne ich. Das ist einfach ausgedrückt, ja, koreanisches Poki, könnte man schon fast sagen. Und das hier ist White Cookie Flavor. Ich bin mir ehrlich zu sein nicht sicher, ob es diese Sorte war, die ich probiert habe. Also ich denke schon. Ich glaube, die habe ich probiert, als ich in der 11. Klasse gewesen sein muss, denke ich. Die Betonung liegt auf denke ich. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Peppero schon mal probiert habe. Aber ich weiß halt nicht, ob es diese Sorte war. Hier sieht man auch nochmal die Verpackung. Und jetzt reißen wir das Ganze auf. Ups. Ja, ich habe es ein bisschen zu stark aufgemacht. Also hier sieht man die hübschen Teile. Das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Also ich weiß noch, dass ich die probiert habe. Da fand ich sie nur ganz okay. Aber mal gucken, wie die mir jetzt schmecken. Ja, die sind auf jeden Fall ganz gut. Nicht unbedingt meine Lieblingssorte. Also, das Problem ist, diese White Cookie Stückchen, die sind wirklich sehr, sehr dominant. Und ja, also die sind an sich gut. Aber ich persönlich, ich bevorzuge, glaube ich, doch eher so Klassiker. Aber ja, die sind trotzdem eigentlich sehr gut, deswegen beschwere ich mich jetzt auch nicht großartig. Ich habe mir auch schon direkt eine zweite genommen. Ich glaube, ich sollte an dem Punkt aufhören, bevor ich dir noch die ganze Packung hier leer esse. Ja, deswegen würde ich sagen, die Peppero White Cookies würden von mir so 7 von 10 Sternen kriegen. So, machen wir weiter mit der nächsten Köstlichkeit. Oh nee. Das war das, wovor ich Angst hatte. Nämlich Sweet and Sour Pickled Plum. Ja, also das sind halt eben japanische Kartoffelchips mit eingelegtem Pflaumengeschmack. Ah, je, 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 je. Also, das Ding ist, ich hasse Pflaumen. Und als Chipsgeschmack auch noch. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Das stinkt so schrecklich. Oh Gott. Ich habe keinen Bock zu essen. Ja, also hier sieht so ein Chip aus und oh, dieser Geruch. Ach, oh Gott. Ich hätte mir vielleicht einen Eimer oder so holen müssen. Also, ach, Augen zu und durch, würde ich sagen. Oh Gott. Okay. Ich gebe zu, der Geschmack ist besser als der Geruch, aber das Zeug schmeckt trotzdem abartig. Also, boah. Wie ich erwartet habe, würde ich nicht wieder essen. Ich frage vielleicht in der Familie rum, ob die irgendwann probieren will.
Ich persönlich würde den nur, weil die nicht so schlimm waren, wie ich erwartet habe, würde ich den 1 von 10 Sternen geben. Okay, ich hoffe, jetzt ist irgendetwas Süßes, Leckeres dabei, mit dem ich diesen ekelhaften Geschmack ausgleichen kann. Mhm. Ah, die Dinger hier. Also, die habe ich noch nie in meinem Leben probiert. Die heißen, also die sind aus Japan und sind Shoei Shoko Snack Berry. Also ich habe keine Ahnung, was es ist, aber die sehen auf jeden Fall ganz cute aus, würde ich mal behaupten. Deswegen würde ich sagen, machen wir die mal auf. Ja, wird schon so passen. Also das soll auf jeden Fall was Schokoladenartiges sein, aber keine Ahnung, was das bitte für eine Schokolade sein soll. Also so sehen diese kleinen Teile aus. Riecht wirklich sehr stark nach Erdbeere. Ich bin generell kein großer Fan von diesem künstlichen Erdbeerengeschmack. Aber naja, man kann mich auch überraschen. Deswegen, ha? Ziemlich hart. Ja. Ich finde, das schmeckt irgendwie genauso wie... Ja, keine Ahnung, so wie ich mir einen KitKat mit Erdbeergeschmack vorstellen würde. Oder wie, ja, Rittersport vielleicht nicht unbedingt, aber es ist halt so dieses typische, künstliche Erdbeergeschmack mit Waffel, was man so kennt. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht oder so, es ist ganz okay. Wie gesagt, ich bin selber kein großer Fan von diesem künstlichen Erdbeergeschmack, aber... Man kann es auf jeden Fall machen. Wenn es Leuten schmeckt, dann ist es auf jeden Fall ganz gut. Ich persönlich würde dem 5 von 10 Sternen geben. Weil, ja, die waren ganz okay dafür, dass ich künstliche Erdbeere nicht so mag. Deswegen, ja, ist nicht mein Favorite, aber kann man auf jeden Fall essen. So, mal gucken, was ich mir als nächstes greife. Perfekt. Ich weiß schon, was das ist. Das hier ist japanischer grüner Tee. Den kennt man bestimmt auch aus unzähligen Animes, weil die Charaktere so etwas öfter gern trinken. Ich habe es auch schon gestern Abend in den Kühlschrank getan, weil ich es für dieses Video geplant habe. Und da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt. Also ich weiß halt an sich, wie grüner Tee schmeckt. Aber wie kalter grüner Tee schmeckt, weiß ich nicht tatsächlich. Okay, also der Geruch ist jetzt nicht so Bombe. Okay, jetzt... mache ich mir ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich sein darf. Oh je. Das schmeckt irgendwie nach gar nichts. So, es hat einen leichten, bitteren Nachgeschmack. Aber ich schmecke hier wirklich den Tee kein bisschen heraus. Muss man es vielleicht schütteln? Also es hat sich auf jeden Fall was getan, nachdem ich es geschüttelt habe. Mal gucken, ob es vielleicht jetzt besser schmeckt. Also es ist bitterer geworden. Ja, ich muss sagen, das war eine ziemliche Niete. Also es hat halt wirklich, abgesehen vom bitteren Geschmack, nichts. Ist irgendwie fast so, als hätte man sich irgendeinen geschmacklosen Tee genommen und dann extrem viel kaltes Wasser reingekippt. Also für mich persönlich war es eher eine Niete. Leider, ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Ich persönlich würde es, ja, weil ich es besser fand, zumindest als diese eingelegten Pflaumenchips, würde ich sagen, ich gebe dem eine 3 von 10. Wir haben trotzdem noch viele Sachen übrig. Vielleicht ist diesmal irgendwas Gutes dabei. Und was haben wir hier? Oh, die sehen ganz nett aus. Caplico. Das sind auf der Beschreibung... hier, die heißen eigentlich Glico Caplico Top Strawberry Flavor. Oder hier auf Englisch nochmal einfach Strawberry Flavored Chocolate.
Okay, bin gespannt, ob die besser sein werden als das Zeug, das wir vorhin hatten. Okay, machen wir das hübsche Teil mal auf, würde ich sagen. Ah, und ich sehe auch schon, das kommt in so einer Verpackung. Also ich habe es völlig falsch aufgemacht. So. Also, schöne Präsentation. Sieht irgendwie fast ein bisschen aus wie so, keine Ahnung, so kleine Wachteleier oder irgendwie so etwas. Okay, also schön sieht's auf jeden Fall aus. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Extrem brüchig. Also ich muss sagen, die sind wirklich ganz gut. Also die haben irgendwie eine sehr angenehme Balance zwischen Schokolade und Erdbeere. Nichts von beiden ist irgendwie zu dominant. Es harmoniert wirklich sehr gut. Und ich bin zwar an sich kein großer Fan von solchen brüchigen Konsistenzen, aber das kann man auf jeden Fall machen. Also würde ich jetzt vielleicht nicht so oft regelmäßig essen wegen dem Nachgeschmack, aber es ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Deswegen gebe ich den Caplicos, gute Frage. Ich glaube, ich würde den 6,5 von 10 Sternen geben. Okay, so langsam wird es besser. Mal gucken, ob das nächste auch lecker wird. Ah, das sind quasi wie diese anderen Erdbeerdinge, nur halt mit Zitrone. Na okay, jetzt mache ich mir wegen dem Zeug ein bisschen mehr Sorgen, weil das ist ja eigentlich Schokoladenflavor. Und ich mag zwar Limonengeschmack, aber Limone und Schokolade, nee. Ja, also hier sehen halt genauso aus wie die Erdbeerdinger, nur halt eben in Gelb. Die riechen echt sehr krass nach Limone. Zitrone, meine ich. Ach, ich mache mir jetzt aber doch ein bisschen Sorgen. Okay, dann hau ich mal rein. Ich weiß nicht so recht. Also, das Ding ist, von diesem künstlichen Zitronengeschmack wird mir irgendwie übel. Also nicht im Sinne, dass ich kotzen muss. Das ist, glaube ich, generell so ein Geschmack. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So, ich mag den irgendwie nicht so wirklich, weil der mich irgendwie an Übelkeit erinnert. Also, ganz ehrlich, ich fand schon die Erdbeersorte besser als das hier. Deshalb, dem Zeug gebe ich eine 4 von 10. Oh je, Mini, ich hoffe wirklich, dass es noch besser wird. Okay, und was haben wir? Die habe ich zwar auch nicht probiert, die sind auch aus Japan. Und das sollen, das soll Schokolade sein in Bananenform. Also, so wie ich es verstanden habe, es hat keinen Bananengeschmack, sondern es ist wirklich einfach nur die Form. Also, man muss echt sagen, die sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Und ja, ich lese mir das nochmal ganz kurz durch, weil nicht, dass da doch noch irgendwie Bananengeschmack drin ist und ich mich dann... Ah, okay, da ist weiße Bohnenpaste drin. Ansonsten... Also hier steht nichts mit Bananen, aber mit weißer Bohnenpaste. Na, da mache ich mir jetzt doch wieder ein bisschen Sorgen, weil ich glaube nicht, dass ich der größte Fan von Bohnenpaste bin. So, ich hole mir jetzt mal so ein Ding raus. So sieht das kleine Ding aus, wie so ein kleiner Bananenkuchen. Oh, das riecht doch irgendwie sehr nach Banane. Und oh nee, dieser Geruch kommt mir bekannt vor. Und zwar, vielleicht erinnern sich noch einige daran, ich habe vor über einem Jahr mal so eine Nihon-Box ja getestet. Und da waren auch solche traditionell japanischen Süßigkeiten drin. Die fand ich
ekelhaft. Ich werde mal kurz in der Mitte durchbrechen. Okay. Also, das sieht einfach wirklich aus wie so ein kleiner Kuchen, aber so, ich habe wirklich keine Ahnung. Also, das muss wahrscheinlich die weiße Bohnenpaste sein. Ach, naja, ich probiere es jetzt einfach mal. Okay, das ist eigentlich doch ganz gut. Also, es schmeckt irgendwie doch wie so ein kleiner Bananenkuchen irgendwie. Und irgendwie, es ist jetzt kein so krass guter Geschmack, finde ich, aber das ist irgendwie so ein Geschmack, von dem ich nostalgisch werde. Weil als Kind, da gab es mal so einen SpongeBob-Bananenkuchen, den man so zu Hause backen konnte. Und den habe ich mal als Kind gemacht. Und irgendwie immer, wenn ich Bananenkuchen esse, muss ich an halt diesen SpongeBob-Kuchen denken. Und davon werde ich irgendwie immer nostalgisch. Also doch. Eigentlich ist es ganz gut. Muss ich wirklich sagen. Ich bin echt überrascht, muss ich zugeben. Das Ding ist halt, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich die höher als die Pippero ranken würde. Deswegen, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, oder doch, ich bin mal so frech. Die Dinger kriegen eine 8 von 10 von mir. Okay, drei Sachen liegen noch vor uns. Bin gespannt, was wir zuerst ergreifen. Na, natürlich, wo wir beim Thema Banane waren. Poki Choco Banana. Also, ich habe schon viele Poki-Sorten probiert, aber die hier absichtlich noch gar nicht, weil ich ja, wie gesagt, kein großer Fan von diesem künstlichen Bananengeschmack bin. Vor allem nicht in Kombination mit Schokolade. Also, ja, wird das hier wirklich mein Debüt sein, was diese Dinger hier angeht. Nachher, bis es mich irgendwie so aufregt. Also, ich merke an der Schrift, das sind keine richtigen japanischen Poki, sondern die sind aus Thailand. Das weiß ich nämlich zum einen wegen der Schrift. Wir haben sowas Ähnliches nämlich schon mal gehabt. In Hamburg hat nämlich im Elbe-Einkaufszentrum ein Asiensupermarkt eröffnet und ich war da letztens und habe mir diese klassischen Schokopokis geholt und mir ist dann aufgefallen, dass die vom Geschmack her irgendwie anders waren. Und da ist mir aufgefallen, dass irgendwie die ganze Schrift auf der Verpackung auf Thailändisch war und habe da herausgefunden, die sind von einer Firma, die so generell asiatische Snacks und so ein Kram nach Europa halt eben importieren. Und die machen das halt eben über Thailand. Deswegen sind es halt nicht meistens die klassische Sorte, wie man es eben kennt. Was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Weil Manga-Stores wiederum kriegen es hin, die Dinger zu organisieren. Okay, also so sehen die ganzen Pokis aus. Ah, okay. Boah, die riechen sehr bananisch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also, man schmeckt die Banane irgendwie sehr schwer heraus. Also, for real, der Bananengeschmack ist extremst schwach. Und ich verstehe nicht, wo die Schokolade sein soll, den Sticks. Ja. Also die Schokosticks schmeckt man noch so ein bisschen heraus. Die Banane sehr, 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 sehr schwach. Was irgendwie ironisch ist, wenn man bedenkt, wie intensiv der Geruch ist. Also ja, ich würde diesen Teilen eine 6 von 10 geben, würde ich sagen. Okay, hoffen wir mal, dass die... Ich habe nochmal nachgeguckt, es sind doch drei Sachen immer noch. Ich hoffe mal, dass die wenigstens besser sein werden. Ah! Auf die bin ich auch schon wirklich sehr gespannt gewesen. Das hier sind... Moment. Haichu Soft Candy Grape Flavor. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob das Bonbons sind oder Kaugummi. Ah, hier macht man es auf. Aber so oder so
ich mag Traubengeschmack. Deswegen habe ich hohe Hoffnungen darin. Bitte, ich hoffe wirklich, dass die gut sein werden. Okay, also so sehen die Dinge aus. Also von der Konsistenz zu urteilen, würde ich sagen, es ist eher wie so ein Bonbon. Okay. Der Traubengeschmack ist, Geruch ist ganz okay. Hm. Hat auch einen Geruch. Ich muss doch mal ganz kurz das abbrechen. Ich sollte vielleicht nächstes Mal lesen, bevor ich esse. Denn hier steht sogar drauf, Gelatine aus Schweinefleisch. Und ich bin Moslem. Ja, also ich habe mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht erstmal. Beziehungsweise ich habe es gar nicht gelesen, weil ich dachte, wird schon passen. Weil zum Beispiel die Pokis mit Bananengeschmack haben so ein Halal-Zertifikat. Und auch hier so ein paar andere Sachen hatten auch noch das Halal-Zertifikat drauf. Und ich dachte deswegen, okay, vielleicht packt der Anime-Fanshop, was weiß ich, keine Sachen mit Schweinefleisch oder so hinein. Hab mich gehört, diese Bonbons waren mit Schweinefleisch. Ich habe deswegen den, den ich im Mund hatte, auch noch ausgespuckt. Ja, deswegen würde ich sagen, ich disqualifiziere die Dinger. Und gebe denen eine stattliche 0 von 10. Okay, hoffen wir jetzt mal, dass die nächsten Sachen nicht haram sein werden. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ah, wie süß. Das ist ja Disney-Schokolade. Also, hier sieht man Stitch. Das da ist, denke ich, Rapunzel. Das hier müsste, Mann, die Namen zu älteren Figuren fallen mir nicht ein. Das da sieht irgendwie ein bisschen aus wie Daisy Duck. Und hier steht sogar auch drauf, das ist japanische Glico Petit Chocolate. Also hier, Milchschokolade. Und auch nichts Harames drin, super. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Also da habe ich hohe Hoffnungen drin, weil mit Milchschokolade kann man bei mir relativ wenig falsch machen. Also das einzige Mal in meinem Leben, wo mich Milchschokolade enttäuscht hat, war die von Mr. Beast. Auch das sieht wirklich echt super süß aus. Ich glaube, ich nehme mal den kleinen Stitch hier, weil ich mich ein bisschen Aloha heute fühle. Okay, so sieht die Schokolade hier aus. Ganz normal, würde ich sagen. Sehr hart. Ja, also wirklich sehr leckere, normale und solide Milchschokolade. Schade, dass es nur 4 Stück drin sind. Die hat auch irgendwie einen sehr angenehmen Aftertaste. Die mag ich. Die mag ich wirklich sehr. Also ich glaube, ich würde sogar so weit gehen und denen eine 8,5. Oder... ja, ich glaube, ich gebe denen eine 8,5 von 10. So, und nun kommen wir zum letzten Ding. Und da kann ich auch schon eigentlich reingucken. Milk Mochi aus Taiwan. Was irgendwie ironisch ist, weil, naja, Mochi ist ja eigentlich aus Japan. Aber die hier sind in Taiwan hergestellt worden. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich habe schon mal ein paar Mochis probiert, aber noch nie Milchmochi. Okay, also hier kann man das Ganze aufmachen. Und die sind auch alle separat verpackt, wie man hier sehen kann. Also hier habe ich mir so einen geholt. Wisst ihr, bei solchen Verpackungen mache ich es irgendwie oft gerne so, dass ich sie zum Platzen bringe. Na, oder vielleicht lasse ich es lieber, sonst fliegt noch mir das Mochi um die Ohren. Also machen wir es einfach ganz klassisch auf. Und hier haben wir auch schon das gute Teil. Sehr weich, wie man es von Mochi eben kennt. Ja, der Geruch ist auf jeden Fall eigen, muss man sagen.
Mhm. Und bevor einer fragt, bei Mochi muss man sich, glaube ich, auch keine Sorgen wegen Giantine machen, weil... Oh, never mind. Hallo, Abdul aus der Zukunft hier. Also es sind jetzt ungefähr 1 oder 2 Wochen vergangen, seitdem ich das Video aufgenommen habe, weil ich total vergessen habe, halt die Stelle noch zu drehen. Ich weiß, wirklich sehr großer Win. Jedenfalls, der Cut müsste an der Stelle gewesen sein, wo ich plötzlich das Mochi ausgespuckt habe. Das liegt nämlich daran, weil ich hier hinten gefunden habe, dass da drin Beef-Gelatine ist. Aber ich habe meine Eltern deswegen nochmal gefragt. Ich für meinen Teil, ich bin davon ausgegangen, dass Beef-Gelatine auch halt eigentlich wir Muslims nicht verzehren dürfen, weil, keine Ahnung, das Tier, aus dem die Gelatine halt eben gewonnen wird, vielleicht dann auch halt halal geschlachtet werden müsste oder irgendwie so. Aber ich habe meine Eltern gefragt und sie meinten, nee, Beef-Gelatine ist wohl in Ordnung, weil, also ich habe es auch nicht so wirklich verstanden, es wird wohl so verarbeitet, dass man es halt als Muslim auch konsumieren darf. Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Ich finde, das klingt doch irgendwie ein bisschen unlogisch, aber keine Ahnung. Ich in meinem Teil vertraue einfach darauf, dass meine Eltern sagen, dass es okay ist. Deswegen noch ein Versuch, was auch ganz gut passt. Denn es ist ja, wie gesagt, 1-2 Wochen her, seitdem ich die Make More Cheese probiert habe. Deswegen habe ich keine Ahnung mehr, wie die schmecken. Also noch einmal, so sehen die Dinger hier aus. Die sind auch irgendwie ein bisschen puderig. Und ja, das Milchige riecht irgendwie so ein bisschen wie ein Milchshake, muss ich irgendwie sagen. Hm. Ich frage mich aber auch, um ehrlich zu sein, irgendwie, ob die noch gut sind, weil... Also die Füllung hatte ich irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. So vom Aussehen her. Also... Ja, es sieht halt irgendwie so ein bisschen buttrig aus. Hm... Also, es könnte ein bisschen mehr Geschmack vertragen. Also irgendwie schmecke ich daraus... Hm? Kurze Frage. Ist das hier etwa das Verfallsdatum? Wenn ja, kann es vielleicht wirklich sein, dass ich gerade einen verfaulten Mochi gegessen habe. Denn wir haben ja gerade den, also zum Beispiel, wo ich das aufnehme, müsste jetzt der 22. Juni sein. Ja, naja, wenn ich mir morgen den Magen auspumpen lassen muss in meiner Instagram-Story, dann wisst ihr ja Bescheid. Also keine Ahnung. Ich und meinen Teil würde sagen, wenn das jetzt halt wirklich jetzt nicht abgelaufen ist oder so, sondern halt wirklich der normale Geschmack von dem Mochi, dann würde ich dem wahrscheinlich eine... 6,5 geben. So, es ist okay, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen an Geschmack. Es hat einfach nur eine angenehme Konsistenz, der Geschmack ist irgendwie nur nicht wirklich präsent. Ich weiß nicht mal wirklich, ob es jetzt wirklich nach Milch schmeckt, also ich weiß auch nicht, wie das beschreiben soll. Jedenfalls 6,5 Sterne von 10 von mir. Ja. Also im Großen und Ganzen war es irgendwie enttäuschend. Also, keine Ahnung, ich habe es mir irgendwie ein bisschen leckerer vorgestellt, überwiegend. Also klar, da waren auch gute Sachen dabei. Ich fand zum Beispiel diese Schoko-Edbeer-Dinger, die waren wirklich sehr lecker. Die Peppero sowieso, die Poke waren auch ein sehr netter Snack für nebenbei. Aber ja, zum Beispiel diese Zitronendinger hier, die stehen hier immer noch bei mir rum. Ich habe auch meine Familie gefragt, ob sie die probieren könnten und die meinten auch so, das ist irgendwie so ein Zitronengeschmack, von dem einem übel wird. Die Mochi, ja, keine Ahnung, kann halt sehr gut sein, dass ich mir jetzt eine Lebensmittelvergiftung einholen werde. Diese Bananendinger hier zum Beispiel, die sind auch nicht schlecht, aber auch jetzt nicht so krass besonders. Also ich habe schon einen davon gegessen und zwei Hälften irgendwie. Also wenn ich mich halt entscheiden müsste, was davon jetzt mein Favorit gewesen ist, dann... würde ich jetzt ganz klassisch sagen, die Peppero auf jeden Fall, weil die habe ich am selben Tag noch aufgegessen, weil ich die wirklich sehr, sehr lecker fand tatsächlich. Also, ja, im Großen und Ganzen würde ich halt sagen, also es kann natürlich auch sein, dass es halt an dem Shop selber liegt oder irgendwie so, aber die ganzen japanischen Süßigkeiten und Snacks und so waren halt eher, naja, okay, aber hätte überwiegend echt nicht sein müssen.
Tja, und deshalb würde ich nun sagen, das war's nun mit diesem sehr chaotischen und nicht so geil gewesenen Video. Deshalb würde ich nun sagen, einmal die Frage an euch, was für japanische Süßigkeiten und Snacks mögt ihr denn so gerne? Und habt ihr irgendwas von den Sachen, die ich im Video vorgestellt habe, selber mal probiert? Und wie findet ihr die? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Tja, und ansonsten würde ich halt sagen, wie immer, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, aktiviert bei Gelegenheit auch gerne die Glocke, das kostet alles nichts. Und ansonsten könnt ihr in die Videobeschreibung mir einmal auf Instagram folgen, falls ihr Daily Exclusive Content haben wollt. Tja, und ansonsten würde ich halt sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, sayonara!